Hallo zusammen, hier ist der Christian von easyinsurance.ch. Heute habe ich für dich das Thema Vorsorgeauftrag. Das ist nicht ein spezifisches Versicherungsthema, hat aber sehr viel auch mit der Beratung von Kunden zu tun beim Thema Absicherung. Ich möchte dir in diesem Video kurz erklären, was ist ein Vorsorgeauftrag, wie funktioniert er und warum er auch so wichtig ist. Legen wir los. Im Grundsatz, Auftrag sagt's ja schon, es ist ein Auftrag einer handlungsfähigen Person an eine andere, also zum Beispiel, ich gebe dir einen Auftrag, um es plakativ zu erklären. Das Ziel von diesem Vorsorgeauftrag ist die Festlegung, was passiert mit mir in meinem Sinn, wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin. Das heißt, wenn ich irgendwann mal nicht mehr weiß, was unten und oben ist, würde ein Vorsorgeauftrag in diesem Sinne von mir das weiterführen. Der Inhalt vom Vorsorgeauftrag geht es einerseits um die Sorge um die Person, also wenn ich dich beauftrage, bist du zuständig für mich. Es geht aber auch darum, um mein Vermögen wird Sorge getragen und du wärst dann im Prinzip meine Vertretung im Rechtsverkehr. Der Auftraggeber, also ich, der dir im Prinzip diesen Vorsorgeauftrag gebe, bestimmt im Grundsatz dann über Anordnungen, Bedingungen, entsprechende Auflagen und auch die Entschädigung. Das ist alles dort dann drin festgelegt. Wie leitet man so einen Vorsorgeauftrag ein? Das ist hier geregelt bei der Erteilung. Einerseits muss ich, wenn ich so einen Vorsorgeauftrag erteile, handlungsfähig sein, also vollständig hier. Dann muss ich das eigenhändig oder öffentlich beurkunden. Ich bevorzuge eher das Zweite, dann ist es auch wirklich ein rechtliches Dokument. Und falls du dann irgendetwas in diesem Vorsorgeauftrag mal ändern möchtest, kannst du den immer wieder widerrufen und entsprechend abändern. Das ist auch noch wichtig. Was passiert dann, wenn so ein Vorsorgefall eintritt? Sprich jetzt eben ganz genau, ich gebe dir den Auftrag und ich bin dann Handlungsunfähigkeit. Dann ist der Ablauf so, es wird gemeldet und geprüft von der Behörde. Ist dann dem so? Dann wird gecheckt, einerseits ist ein Vorsorgeauftrag vorhanden, ja oder nein. Dann wird gecheckt, ob ich in diesem Beispiel wirklich Unfähigkeit bin auf längere Zeit. Ob nur heute oder schon länger. Und dann im Grundsatz prüft auch das Amt, ist die von mir beauftragte Person entsprechend für das geeignet. Daraus ergeben sich dann auch die weiteren Maßnahmen. Für mich Vorsorgeauftrag ein absolutes Must. Einerseits, wenn ihr in einer Partnerschaft lebt, mit Eltern, Großeltern, wie auch immer, wirklich überlegt, euch das gut zu machen. Meine ganz klare Empfehlung ist, lässt das bei einem Notar, Anwalt, wie auch immer ausarbeiten. Die wissen dort Bescheid, die kennen alle Regelungen, die wissen, was ist möglich und was ist nicht. Brauchst du hierzu Hilfe, kannst du mir gerne kontaktieren. Ich kann dir auch Leute empfehlen, die das gerne machen. Aber mache es, weil es gibt immer die Fälle, die in den Medien diskutiert werden, wenn die Erwachsenenschutzbehörde eingreift. Falls kein Vorsorgeauftrag besteht, kann das Amt entsprechend selber entscheiden, was es machen will. Besteht ein Vorsorgeauftrag, ist eine Person beauftragt, die dann über das verfügt und übernimmt. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Hast du selber Vorsorgeaufträge gemacht oder ist es ein Thema? Komm mit mir ins Gespräch, kommentiere, like, feedbacke. Möchtest du noch mehr wissen, mach mir eine E-Mail. Sonst findest du mich auf allen Social Media Kanälen. In diesem Sinne, sei easyinsurance.ch und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.